Ja, wir haben es gerade noch geschafft. Tilkichi war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawha wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Er muss also irgendwo Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze an den Gleisen. Ja, und ich sammle unsere Kämpfer. Wenn ich die Gleise sprenge, sitzt der Zug in der Falle. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Tja, das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Jasna! Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Ja, geil. Ja, erstmal alle ausschalten, alles klar. Aber wer auch immer diesen Soundtrack gemacht hat, ne? Ich finde den Hut total geil. So, wie dem auch sei. Wir müssen mal gucken, dass wir alles gescoutet bekommen. Was wir hier so finden. Lager. Die sind ausgestiegen. Aber die können wir nicht so einfach erledigen. Ups. Ja, komm mal runter. Mhm. Jetzt kommst du aber runter, ja? Weil du hinterm Zelt, das siehst du ja von da oben nicht. Na komm. Komm da runter. Du Vogel. Komm schon. Alles gut. Also entweder machst du jetzt einen Abgang oder du kommst da runter. Hopp. Sag mal, kann er mal woanders hingucken? Ich will den Typen jetzt nicht erschießen, weil er richtig Aufmerksamkeit auf mich. Oder unterm Turm, wenn unterm Turm was ist, siehst du es doch auch nicht. Das ist ja auch eine Silence-Waffe. Schalt einfach. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Machen wir es halt so. Die gucken sich gegenseitig an, von denen kriegen wir jetzt keinen weg. Können wir auch nochmal markieren? Da sind zwei.
Den kann ich jetzt auch keinen erledigen. Legen wir es mal hin. Ist noch ein Dutzer hinter. Der ist um die Ecke. Das heißt, ich kann jetzt einmal den wegschießen. Den gleich hinterher. So, damit haben wir schon mal das Problem gelöst. Der steht wohl noch zu nah an den anderen, haben wir ja gerade gesehen. Dass wir da höllisch aufpassen müssen. Was zur Hölle? Was quietschen hier so? Ne, die sind aneinander dran, die kriege ich nicht weg. Den kriege ich vielleicht weg, ohne dass es jemand merkt, aber wenn das jemand merkt, habe ich ein Problem. Dann wissen nämlich automatisch alle, wo ich sind. Tja. Die gehen hier zu dritt rum. Bei dem könnte es auch noch jemand sehen. Kann da auch nicht weit genug reingucken, um zu feststellen, ob da jemand ist oder nicht. Ich könnte es natürlich einfach mal drauf anlegen und hier nochmal einen wegknallen. Bei dem wird es gesehen, von dem hier. Die beiden passen sich gegenseitig auf. Bei dem weiß ich nicht. Bei dem vorerst müsste dann zack, zack, zack gehen, wobei ich den sowieso nicht töten werde. Guck mal, da ist noch einer. Ja, siehst du, war schon mal eine gute Idee, schon mal nicht auf den zu schießen. Weil der wird das sowieso merken. So, kommen wir mal hier. Hier sind zu nah dran. Auch bei dem, ich habe keine Ahnung, ob der nicht noch ein zweiter ist. Ich kann nicht in das Haus gucken. Hm. Jetzt noch die gerade hier unten. Und das Problem ist, die kann ich nicht töten. Ja, wegen dem Panzertypen mit dem MG. Deswegen komme ich da nicht ran. Das heißt, mir bleibt dann noch nichts anderes übrig, als hier erstmal weiter zu gucken. Vielleicht doch noch eine Möglichkeit zu sehen, jemanden abzuschießen. Aber wenn sich hier keiner wegbewegt, kann ich auch niemanden erledigen. Und die, wie gesagt, hier passen auf sich gegeneinander auf. Das fällt sofort auf. Kann dieser Typ nicht einfach mal kurz da vorne hingehen? Alleine? Dass der andere einen nicht mehr sieht. Aber das wäre nice. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten. Ich weiß. Bevor wir den Zug vernichten konnten. Das hat nur 100 Meter. So. Dann haben wir schon mal die beiden. Weil wir es nämlich nicht sofort gesehen haben. Das ist ja auch schon mal praktisch. Ey, kann ich dich vielleicht da anlocken? Dankeschön. Weil wir gehen jetzt hier nämlich gleich alleine ihre Runden. So. Auch wieder 12 von der Patrouille weg. Da komme ich noch nicht ran an die. Die, da muss ich eigentlich auch warten, bis sie sich irgendwie voneinander verteilen. Weil ich glaube, ich kann erstmal wieder runter. Wir haben von oben jetzt gute Arbeit gemacht. Hier gerade eine Leiche. Ich wollte nicht, dass er hier jetzt Tote sieht. Ne, tut er nicht.
So, der ist jetzt extrem vorsichtig. Witzig wäre es, wenn er sein Hinterkopf nicht geschützt ist. Dann könnte ich nämlich eine Kugel nämlich hinten reinjagen und dann ist er auch weg. Tatsächlich nicht geschützt von hinten. Au. Kann ich auch. Oha. Freunde, ey. Ich glaube, jetzt habe ich gerade ein bisschen zu viel Munition hier verschwendet. Aber einer von denen hat es doch. Es hat tatsächlich nur einer mitbekommen, ja? Und das ist gut. Wir können uns jetzt nicht einfach hier unten hinlegen. Warten, bis der Typ hier vorkommt. Und auch ihn eine Kugel in den Kopf verpassen. Wir warten noch ein bisschen. Jetzt. So. Kurz nachladen. Auch wenn es jetzt nur ein Schuss war. Das war, glaube ich, gerade nicht nötig, dass wir... jetzt haben wir nämlich schon wieder 6 Typen hier rumstehen. Es war nicht nötig, dass wir ihn die ganze Zeit hier damit was eingejagt haben. Haftmine ist auch schön. Nehmen wir mal mit. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Achso, das sind die Wagen, die angezeigt werden. Guck mal hier hinten. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Typ dann nämlich alleine ist. Ich will nämlich einmal von hier kurz schießen. Wenn wir sicher sind, dass hier keiner drauf aufpasst. Ne, sieht alles gut aus. So. So, schon mal der. Dann klären wir jetzt aber für den letzten 5 Schuss nach. So. An den kann ich mich hier gerade vorbeischleichen. Hier hinten ist vielleicht noch welche. Machen wir die Tür auf. Schauen wir kurz hier oben rein. Jetzt ist die Frage, kriege ich den Double Kill? Kommt, lehn dich wieder dran. Ich brauche eure beiden Köpfe. Oder bist du solch übereinander? Vielleicht kriegt vielleicht einer vorne hin. Das kann man natürlich auch machen. So, warten, bis der um die Ecke ist. Wir warten noch ein bisschen weiter. Läuft ja um das Fahrzeug gerade herum. Da hinten bitte hin. So, auch er schneller Fall erledigt. So, da waren es nur noch 3. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Falls dieser bin ich hier im Sichtfeld. Dann locken wir den mal da vorne hin. Bitte dahin.
Komm. Go, 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 go. Go, go, go. Ducken. Jetzt einschleichen. Und erledigen. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Was ist das? Das? Wieso sonst keiner mehr, oder? Da muss ich noch die Wagen kaputt machen. Klar, sonst können natürlich auch gegen mich verwendet werden. Platzieren mit rechts wahrscheinlich? Genau. Yo! Was ist das nächste Fahrzeug? Gehen wir schnell wieder weg. Gehen wir zum letzten. Weil es ja das einzige, was uns noch hier übrig ist. Nachdem Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahenden Zug vorbereiten. Ja, ne? Muss ich irgendwie Fahrzeug zerstören? Habe ich irgendwas, was ich dagegen machen kann? Dann wollte ich ja Panzerabwehrgranaten. Ich kann ja nicht viel machen. Multiflugzeuge machen das nicht einfacher. Ich muss irgendwo muss Waffen finden. Schnell. Also erst muss ich regenerieren. Ich muss Waffen finden. Mit dem ich da was machen kann. Dynamit, das ist gut. Dynamit ist gut. Mein Aim ist miserabel. Double Kill. Deckung und Zündung. Hola. Eieieiei. Help. Mama mia. Was haben wir hier? Panzerbüchse. Hier freie Schussbahn. Ich
hier ist eine scheiß Position. Ernsthaft. Hier auch? Ich kann auch die Artillerie verwenden, da. Komm. Jetzt auch die Panzerbüchse verwendet. Also kurz hier vor in Deckung gehen. Lol. Die haben genau gerade auf mich geschossen. Ernsthaft? Ernsthaft? Die haben genau in dem Moment auf mich geschossen, als ich da hingegangen bin. Ach, na toll. Wir versuchen das diesmal. Haben wir hier was Schönes? Also wir haben Haftminen. Versucht jetzt einfach nochmal direkt ans Geschütz zu gehen. Um gleich mal auszutesten, wie viel das Geschütz denn so kann. Nicht sonderlich viel. Ich höre da nur feindliche Jäger. Oder Bomber, besser gesagt. So. Da drauf. Wir haben Haftbomben. Jetzt muss ich das irgendwie mit den Haftbomben draufkommen. Eieiei, die Bombe habe ich sogar gesehen, ey. Die war wirklich mit den besten Grüßen. Die haben hier oben noch ein Artilleriegeschütz. Schießen wollte ich jetzt gar nicht. Macht nichts. Ist jetzt mal da drauf, keine Explosion. Doch von hier wieder weg. Machen wir hier mal auf. Auch hier bitte. Das ist die Frage. Wir werden hier noch vorne mit Sicherheit unter Beschuss stehen. Ich muss jetzt mal ganz kurz warten. Einmal zuschießen und wieder weg. Dann hier rüber. Da ist schon der Zug da. Nein! Verdammt, jetzt haben sie meine Artillerie zerstört. So. Wir haben gerade Haftminen. Die explodiert gleich. Warum bewegt der Zug sich da? Aber wie soll man. Es ist doch quasi unmöglich, das zu schaffen. Alter. Aber genau in dem Moment bewegt sich der Zug natürlich wieder. Was ist das denn mit der behinderte Scheiße? Runter hier. So, die Flugzeuge sind jetzt gerade weg. Ist mal daneben geschossen. Ganz große Klasse. Ich weiß ja nicht.
Was muss ich machen, um das Ding hier wirklich mehr Schaden zu machen? Weg, 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 weg! Und auch wieder weg. Alter Vater. Ich sage jetzt, ich komme nicht in den Nahkampf. So viel steht ja schon mal fest. Die nämlich kann ich nicht gebrauchen, ich komme nicht in den Nahkampf. Das hier war die Panzerbüchse, glaube ich. Genau. Panzerbüchse. Dann auch für die Panzerbüchse keine Munition mehr. Was haben wir hier drinne? Kann ich nicht gebrauchen. Haben wir irgendwo. Ich hab mich. Alter! Ja, geil. Die wollte ich gerade verwenden. Was haben wir hier drinnen? Nein. Die machen keinen Schaden. Müssen wir kurz gucken, haben wir hier hinten was, das wir brauchen können? Stimmt, noch ein Artilleriegeschütz hier. Kommen wir damit auf dies. Können wir damit auf den Zug schießen? Scheinbar. Nichts anfangen. Jetzt muss ich natürlich nur nachladen erstmal. Und schnell weg. So, wir haben den Zug schon mal bei Half-Life. Also die ganzen Flugzeuge, ey. Tankgewehr. Perfekt. Toll, das kann ich so nicht verwenden. Ja, das Ding macht Schaden, ne? Anscheinend. Da! Weg! Alter, hol die Vater! Shit! Alter, könnt ihr mal. Ich komme gar nicht dazu, auf die zu schießen, weil ständig irgendwas im Weg ist oder ein Flugzeug runterkommt. Ich kann nicht rüberschießen. Wer hat denn hier bitte die Häuser gebaut? Du sollst dich doch hinlegen. Gott. Ich sehe nicht mehr, von wo ich beschossen werde. Ich muss erstmal ganz kurz regenerieren hier. Kleine Verschnaufspause. Ich jetzt mal wieder gucken, wo es mit der Zug ist. Da steht hinten noch irgendwo. Ich kann aber nicht da oben rüber schießen. So.
So, wir haben ihn zugleich. Und hier kann ich ihn nicht sehen, ey. Scheiße. Noch ein Schuss. Da muss ich jetzt sterben. Der geht in die Luft. Oh, Gott sei Dank. Tank Sniper OP. Alter, holy Vater. Holy Vater. Rache kann süß oder bitter sein. Was sagst du dazu, Sarah? Du hast recht, wir müssen größer denken und handeln. Also auf zum Suezkanal. Sag mal, was weißt du über Schlachtschiffe? So, meine Freunde, das war's. Ja, das war die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1. Ist ja jetzt kommt noch irgendwas ganz überraschend. Und das, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein würdiger Abschluss für die Kampagne. Ja, das ist ein Endkampf, der hat sich. Der wirklich ein Endkampf ist. Und ja, ne, dann würde ich auch einfach mal sagen: Wir haben alles gespielt. Und. Ich starte jetzt einfach mal das Video, mal gucken, was passiert. Ich pack das jetzt, ich pack das in eine extra Folge, ja? Also, ja, nächsten Dienstag geht's für euch jetzt mit dem Video weiter. Das kommt jetzt noch einmal, dass das jetzt noch einmal abspielen. Als das Ende vom Ende der Battlefield von Singleplayer-Kampagne. Und dann würde ich doch jetzt schon mal sagen, bis dahin, Soldat Sven ist raus. Haut rein und wir sehen uns. Beim nächsten Mal.